Herzlich willkommen auf LitLounge TV. Mein Name ist Annegret Augustin und ich begrüße euch heute zu einem neuen Webinar. Diesmal zum Thema Selbstbestimmt gebären in der Klinik. Das Webinar findet in Kooperation mit Eltern.de statt und neben mir begrüße ich Silvia Dürnberger. Hallo. Hallo, vielen Dank. Silvia, du bist Autorin des Ratgebers Deine selbstbestimmte Geburt im Krankenhaus. Ja. Das Buch ist gerade im Kösel Verlag erschienen und du hast es geschrieben als Familien- und Paarberaterin. Ja, das ist richtig. Du bist nach der Geburt deiner ersten Tochter zum Thema Geburtsvorbereitung gekommen und arbeitest seit 2012 im Eigensinn-Institut für Geburt und Familie, das du leitest. Ganz genau. Und Silvia Dürnberger arbeitet dort mit einem interdisziplinären Team, also Stillberaterinnen, Hebammen, Psychotherapeutinnen, Pädagoginnen. Ihr alle beratet Frauen vor und nach der Geburt. Ja. Und vielleicht verrate ich noch ein persönliches Detail von dir. Du bist selber Mutter von 4 Kindern. Ja, genau. Und heute aus der Nähe von Salzburg zu uns angereist. Ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Dankeschön. Genau. Und wir zwei freuen uns jetzt auf eure Fragen zu diesem Thema. Nutzt dafür gerne das Eingabefeld unter dem Livestream. Ihr könnt euren Namen angeben oder anonym bleiben. Die Fragen landen dann direkt hier bei uns im Studio. So, meine erste Frage zu dem Thema. Ja. Wir alle sehen ja Geburt, egal ob jetzt im Krankenhaus oder anderswo, als ein sehr privates Thema an. Ja. Ich habe in deinem Buch aber gelesen, dass es auch eine größere Dimension hat, fast sogar schon politisch, denn die Weltgesundheitsorganisation WHO ist schon seit den 80er Jahren dran, dieses Thema zu forcieren in Richtung mütterfreundliche Geburtshilfe. Ja, das ist richtig, genau. Das stimmt. Erst kürzlich wurden wieder 56 Empfehlungen veröffentlicht, die es ermöglichen sollen, Müttern ein positives Geburtserlebnis zu bescheren. Mhm. Jetzt meine Frage an dich, was bedeutet selbstbestimmte Geburt, selbstbestimmt und warum ist es so wichtig? Selbstbestimmt steckt eigentlich schon im Wort drinnen. Da geht es darum, dass ich selbst darüber bestimme, wie die Geburt läuft, beziehungsweise welche Entscheidungen ich während dieser Geburt treffen kann. Warum es so wichtig ist, da geht es ganz einfach darum, dass die Geburt für jede Frau ein prägendes Ereignis im Leben ist. Und dieses wollen wir als Frauen natürlich selbstbestimmt gestalten. Insofern ist es für jede Frau, die ein Kind erwartet, meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Eine private Frage an dich. Ich habe erwähnt, du hast selber 4 Kinder und hast dich nun diesem Thema nach der Geburt deiner ersten Tochter zugewandt. Hast du denn deine Geburten selbstbestimmt erlebt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe sie zum Großteil selbstbestimmt erlebt. Ich hatte meistens das Glück, dass ich sehr respektvolle und sehr liebevolle Hebammen an meiner Seite hatte. Und die haben wirklich einen sehr großen Beitrag dazu geleistet, dass ich sie als selbstbestimmt erlebt habe. Und der zweite Punkt war schon, dass ich auch sehr gut informiert war und einfach genau wusste, was ich wollte. Und das hat mir bei den Geburten sehr geholfen. Einmal, muss ich sagen, habe ich ein bisschen Pech gehabt. Ich hatte einen Hebammenwechsel ganz kurz vor der Geburt und diese Hebamme hat einfach nicht so gut zu mir gepasst. Und da blieb dann keine Zeit mehr, um etwas zu klären oder Dinge anzusprechen, die wichtig waren. Das war so ein kleiner Moment, aber ansonsten hatte ich Glück und konnte die Geburten so erleben, wie ich mir das gewünscht habe, ja. Das ist leider nicht bei allen Frauen so und bei manchen, die derzeit schwanger sind, schwingt vielleicht auch die Sorge mit, ob sie das Glück haben oder vielleicht eine schlecht abzuschätzenden Geburtsverlauf haben werden. Du richtest dich jetzt speziell an Gebären, die ins Krankenhaus gehen möchten? Ja. Wie selbstbestimmt kann denn eine Klinikgeburt überhaupt sein? Oder warum muss man sich darauf besonders vorbereiten? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass man im Krankenhaus wirklich eine sehr selbstbestimmte Geburt erleben kann. Tatsache ist nur, ich muss mich darauf vorbereiten, weil ich sonst überrumpelt werde. Wenn ich ins Krankenhaus gehe, ohne zu wissen, was mich dort erwartet, welche Routinen dort stattfinden, welche Eingriffe dort an der Tagesordnung sind, dann werde ich in meiner Geburtsarbeit von diesen Dingen überrascht. Und wenn ich überrascht werde, fühle ich mich überrumpelt, plötzlich eine Entscheidung treffen zu sollen
und ich weiß ja gar nicht genug darüber, um eine gute Entscheidung zu treffen. Also ich glaube, dieses Gefühl der Fremdbestimmtheit kommt vor allem daher, dass Frauen überrumpelt werden bei der Geburt. Und daher ist mein Ansatz einfach, ich muss mich vorbereiten. Ich muss wissen, was kann mich in der Klinik erwarten, was sind die Routinen, welche Eingriffe passieren dort häufig und was halte ich davon? Also wie möchte ich mit diesen Dingen umgehen? Idealerweise natürlich, weil klar, eine Geburt ist zu einem gewissen Grad immer ungewiss. Aber wenn ich diese Informationen vorher schon erhalten habe, muss ich in der Situation nur noch entscheiden, wie passt der Weg jetzt für diese einzigartige Situation? Und ich muss nicht diese große Entscheidung treffen und weiß gar nicht, was das eigentlich alles bedeutet. Also es dient auch ein bisschen zur eigenen Standortbestimmung und ja, zur eigenen Beruhigung zu wissen, man hat sich über bestimmte Themen schon Gedanken gemacht. An der Stelle kommt die erste Frage von einer Zuschauerin. Das ist Anja. Sie fragt, wenn ich mich auf das Krankenhaus so gut vorbereiten muss, um eine selbstbestimmte Geburt zu erleben, sollte ich mir dann lieber ein Geburtshaus suchen oder eine Hausgeburt machen? Anja, ich denke, diese Frage kannst wahrscheinlich nur du für dich beantworten, weil es immer darum geht, dass du als Frau dich an diesem Geburtsort so wohl wie möglich fühlst. Das heißt, das kann jetzt einerseits sein, dass ich als Frau sage, mir ist die Sicherheit so wichtig und ich brauche die einfach, damit ich mich entspannen kann. Dann ist auf jeden Fall das Krankenhaus die bessere Option, wenn ich sonst an einem anderen Ort die ganze Zeit nervös bin oder irgendwie das Gefühl habe, ich bin nicht sicher. Wer das braucht, ist im Krankenhaus besser aufgehoben. Wenn jetzt eine Frau sagt, nein, diese medizinische Sicherheit, dass da jetzt eine Notfallversorgung direkt daneben ist, dass ich die Neonatologie daneben habe, das brauche ich nicht, dann kann man natürlich auch sagen, klar ist das Geburtshaus oder auch eine Geburt zu Hause genauso eine gute Option, wenn du dich da am wohlsten fühlst. Ja. Da hacke ich gleich mal ein, weil wir anhand der Zuschriften merken, dass ein großes Thema eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist ein Thema, das häufig im Krankenhaus passiert und eben nicht im Geburtshaus oder bei einer Hausgeburt stattfinden kann. Das ist das Thema Kaiserschnitt. Ja. Es gibt Situationen, wo man tatsächlich in die Klinik muss, auch wenn die Geburt woanders begonnen hat. Elisabeth fragt, ich hatte bei der ersten Geburt einen Kaiserschnitt. Habe ich denn überhaupt die Chance, jetzt eine natürliche Geburt zu erleben? Elisabeth, du hast auf jeden Fall die Chance, eine natürliche Geburt zu erleben. Ein vorangegangener Kaiserschnitt ist kein Grund, dass ein weiterer Kaiserschnitt notwendig ist. Also du hast genauso wieder die gleiche Chance auf ein gutes und natürliches Geburtserlebnis. Je nachdem, wie die erste Geburt verlaufen ist, ist jetzt natürlich die Frage, wie kannst du dich auf die neue Geburt vorbereiten? War das ein geplanter Kaiserschnitt und hattest du vielleicht noch gar keine Geburtsvorbereitung? Dann ist das bestimmt ein guter Schritt, sich da einfach nochmal gut zu informieren. Beziehungsweise, wenn du jetzt sagst, nein, dieser Kaiserschnitt ist im Geburtsverlauf geschehen, weil einfach irgendwas in eine falsche Richtung gegangen ist, ist ein wichtiger Punkt, sich das nochmal gut anzusehen. Was ist da passiert? Wo ist es in eine schlechte Richtung gelaufen? Und was kann man vielleicht in so einer Situation anders machen, sodass es in eine positivere Richtung geht? Das wären wahrscheinlich die wichtigen Punkte, die man auf jeden Fall auch mit der Hebamme besprechen kann. Wir haben noch sehr viele weitere Fragen zum Thema Kaiserschnitt. Ja. Die versuche ich immer wieder einzuflechten. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja, gerne. Denn wir sind jetzt sehr schnell in eine Komplikation oder Intervention gekommen, die eine Rolle spielt, aber doch nicht immer zum Tragen kommt. Eine ganz allgemeine Frage nochmal an dich. Was ist denn wichtig für eine gute, harmonische und selbstbestimmte Geburt in der Klinik und was braucht es vielleicht auch nicht? Ja, ich denke, es gibt sehr viele Dinge, die für eine gute Geburt in der Klinik hilfreich sind. Das ist einmal die Begleitung. Wer soll für die Geburt mitgehen? Mit wem fühle ich mich wohl? Das kann einerseits natürlich eine private Begleitperson sein, wie der Partner, die Partnerin oder auch eine andere vertraute Person.
Und dann gibt es natürlich auch professionelle Begleitungen, wie dass man eine Beleghebamme mitnimmt ins Krankenhaus, die persönlich für dich da ist. Also die Begleitung ist einmal ein Punkt. Dann ist ganz wichtig, dass man sich in dieser Situation möglichst wohl und entspannt fühlt, damit man sich instinktiv bewegen und atmen und verhalten kann, weil das einem guten Geburtsverlauf einfach gut tut. Und es gibt jetzt noch so viele Dinge, die ich aufzählen könnte, aber vielleicht ist ein wichtiger Punkt, es braucht nicht alles. Also es gibt viele Dinge, die eine gute Geburt, die für eine gute Geburt hilfreich sind, aber es muss nicht die perfekte Voraussetzung geschaffen werden, dass eine gute Geburt möglich ist. Das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier den Stress ein bisschen rausnimmt. Dass man als Paar schaut, was einem selber ganz wichtig genau ist und an diesen Richtlinien entlang sich dann die richtige Klinik sucht. Nun gibt es ja viele Frauen, die zum ersten Mal ein Kind bekommen und vielleicht auch noch nicht so richtig wissen, worauf kommt es mir denn an? Die Gegebenheiten sind ja meist auch nicht klar oder man hat eine falsche Vorstellung davon, hat vielleicht die Klinik nur mal auf einem Schnupperabend kennengelernt. Mhm. Wie finde ich denn heraus, was für mich wichtig ist und was für mich ein gutes Setting ist, um ein Kind zu bekommen? Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Idee, diesen Informationsabend der Klinik zu besuchen. Ganz einfach, weil es schön ist, wenn man mal dort war und die Räume gesehen hat, wenn man Personen kennengelernt hat, die dort arbeiten. Allein das gibt Sicherheit. Wie weit man an so einem Infoabend wirklich in die Tiefe gehen kann und wie viel man tatsächlich erfährt, wie die Klinik genau arbeitet, kommt wahrscheinlich auch ganz stark darauf an, ob man tiefere Fragen stellt, vielleicht auch kritischere Fragen stellt. Ich glaube, in dieser Beantwortung kann man sehr viel rauslesen, wie die Klinik tickt. Deshalb empfehle ich auf jeden Fall, dass man sich gut überlegt, was ist mir wichtig und diese Dinge auch anspricht, damit man einfach hört, wie geht die Klinik damit um, was sagt sie dazu, wie geht sie vielleicht auch mit Fragen um, die nicht so angenehm sind. Ich kann berichten, dass bei diesen Abenden häufig nach dem Familienzimmer gefragt wird. Ja. Und dann immer die Frage gestellt wird, hat der Partner da Platz? Aber das betrifft ja den Bereich nach der Geburt. Also wenn man im Familienzimmer angekommen ist, dann hat man ja das Allerschlimmste schon hinter sich. Das ist richtig. Welche Fragen kann man noch stellen, um da ein bisschen auf den Zahn zu fühlen? Ich denke, es sind alle Fragen wichtig, die dir als Frau wichtig sind. Zum Beispiel, wenn man sich Sorgen macht wegen eines Kaiserschnitts, ist es bestimmt eine gute Idee zu fragen, wie oft passiert es denn, dass ein Kaiserschnitt vorkommt? Oder andere Interventionen. Viele Frauen machen sich Sorgen darum, ob sie einen Dammschnitt bekommen. Auch das wäre eine Frage, dass man wirklich weiß, wie oft passiert denn das in dieser Klinik? Dann finde ich auch ganz wichtig, dass die Frauen Bescheid wissen, wie viele Frauen muss denn eine Hebamme begleiten? Denn daraus kann ich wieder ablesen, wie viel kann denn die Hebamme überhaupt bei mir sein? Wie kontinuierlich kann sie mich bei der Geburt begleiten? Was ist denn deiner Erfahrung nach Usus? Also kann ich mich als Schwangere darauf verlassen, dass ich die ganze Zeit eine Hebamme an meiner Seite habe? Oder muss ich mich auf was anderes einstellen? Ich kann mich nur darauf verlassen, eine Hebamme immer an der Seite zu haben, wenn ich eine Beleghebamme mit in die Klinik nehme. Das ist eine Hebamme, die man schon in der Schwangerschaft kennenlernt und die dann die gesamte Zeit während der Geburt die Geburt begleitet. Das ist aber auch nicht in allen Kliniken möglich. Da muss man auch wieder nachfragen, ob die Klinik das anbietet. Ansonsten ist es in Deutschland zurzeit so, dass viele Hebammen in Kliniken 3 oder sogar mehr Frauen begleiten müssen. Das heißt, in dem Fall muss ich eigentlich davon ausgehen, dass ich sehr viel Zeit alleine bzw. eben mit meinem Geburtsbegleiter verbringen werde. Mhm. Ja. Wir haben jetzt bisher nur über die Hebammen gesprochen und das Zeitproblem, was wahrscheinlich den Hebammen auch nicht immer so angenehm ist. Natürlich nicht. Die Hebammen würden das sehr gerne anders machen. Mhm. Mhm. Wir haben aber noch anderes medizinisches Personal in der Klinik, die Ärzte. Auch die arbeiten ja in Schichten. Auch da ist häufig ein
zeitlicher Druck einfach dahinter. Was ist deine Erfahrung? Wie arbeiten die zusammen? Wie kommen die miteinander aus und wie stimmen sie sich auch ab bei schwierigen oder ja, stark frequentierten Geburtstagen? Ja. Also in erster Linie ist natürlich die Hebamme die, die bei dir als gebärende Frau ist. Wie das genau mit den Verantwortlichkeiten in der Klinik ist, müsste man wieder vor Ort fragen, weil es da auch sehr große Unterschiede gibt, wie viel Verantwortung wirklich die Hebammen haben und welche Entscheidungen dann nur die Ärzte treffen dürfen. Da gibt es eine ganz große Bandbreite. Das wäre definitiv eine Frage, die man dann der Klinik der eigenen Wahl stellen sollte. Mhm. Die Frage oder der Fragenkatalog kann ja sehr lang ausfallen und gleichzeitig wissen aber viele Schwangere auch aus ihrer unmittelbaren Umgebung, aus den Großstädten, dass die Geburtskliniken sehr stark frequentiert sind, zum Teil überlastet sind. Ist es trotzdem ratsam, da so genau nachzufragen oder sollte man froh sein, dass man einen Platz bekommt und ja, da nicht schon von vornherein negativ auffallen? Ja. Das ist eine schwierige Frage, weil man muss sich selber überlegen, denke ich, was ist mir wichtig. Natürlich verstehe ich jede Frau, die froh darüber ist, jetzt einen Platz in der Klinik bekommen zu haben und die dann nicht auch noch negative Fragen oder kritische Fragen stellen möchte. Das kann ja auch mal unangenehm werden. Den schwangeren Frauen muss nur einfach klar sein, dass sich in der Klinik nur dann etwas in Richtung Mütterfreundlichkeit bewegen wird, wenn sie ihre Wünsche auch laut aussprechen. Und dieses laut aussprechen bedeutet ja nicht unbedingt, dass ich jetzt in Konfrontation gehen muss. Das kann ja auch sein, dass ich einfach ein E-Mail schicke und aufschreibe, was wären eigentlich die Dinge, die mir wichtig sind und auf die ich halt jetzt verzichte, weil ich keine anderen Möglichkeiten habe. Das wäre sicher eine Herangehensweise, wo man eine Konfrontation vermeiden kann und seine Wünsche trotzdem formuliert. Reagieren Kliniken auf sowas? Ist deine Erfahrung oder hat eine deiner Schwangeren schon mal berichtet, dass sie da Feedback bekommen hat? Anonym weiß ich das jetzt, also wenn man per E-Mail fragt, weiß ich das jetzt leider nicht. Die meisten Schwangeren, die ich begleitet habe vor der Geburt, die fragen wirklich direkt nach. Die Fragen, die ihnen wichtig sind, dann beim Infoabend oder wenn sie halt die Möglichkeit haben. Man ist ja auch zu dieser Voruntersuchung vor der Geburt einmal im Krankenhaus und in diesem Setting besteht dann auch nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Am besten wäre es ja, es gäbe so ein Siegel oder irgendeine Plakette, die sich die Klinik anheften könnte. Das wäre toll. Mütterfreundliche Klinik, ausgezeichnet mit. Aber so etwas gibt es nicht, oder? Nein, so etwas gibt es bislang leider nicht. Ja, das ist etwas, woran wir arbeiten sollten. Unbedingt. So, jetzt würde ich gerne wieder eine Kaiserschnittfrage stellen, denn das ist tatsächlich etwas, was unsere Zuschauerinnen umtreibt. Cornelia fragt, ich erwarte mein zweites Kind. Ich hatte beim ersten eine sehr schöne Geburt, aber nun habe ich erfahren, dass die Plazenta vor dem Muttermund liegt und ein Kaiserschnitt nötig wird. Wie schlimm ist das für mein Baby und kann ich diesen schlechten Start irgendwie ausgleichen? Ich verstehe, Cornelia, dass du nach einer natürlichen Geburt das Gefühl hast, dass ein Kaiserschnitt da jetzt etwas Schlechteres ist. Aber du musst dir auch denken, in diesem Fall ist der Kaiserschnitt die einzige Möglichkeit für dein Baby, gut und sicher zur Welt zu kommen. Insofern hat dein Baby keinen schlechten Start, sondern es hat einen ganz wunderbaren Start, weil es einfach diese Möglichkeit hat, die es sonst nicht hätte. Und insofern denke ich, dass man auch immer darauf schauen muss, aus welchem Grund soll denn dieser Kaiserschnitt stattfinden. Und wenn es einen guten, und das ist ein absolut guter medizinischer Grund, einen Kaiserschnitt zu machen, wenn der vorhanden ist, dann können wir uns ja auch glücklich schätzen, dass es diese Möglichkeit gibt und das Baby so eben einen guten und gesunden Start ins Leben haben kann. Ja, also auch solche Fälle, in denen man sich schon vorher mit dem Kaiserschnitt-Thema anfreunden muss, können ganz positiv enden, einfach wenn es die einzige Möglichkeit ist natürlich, und man schon die Gelegenheit hat, das Thema einfach zu planen. Oft ist es ja auch so, dass der Kaiserschnitt ganz unvermittelt passiert oder unerwartet für die Frauen.
Vielleicht kannst du dazu etwas sagen. Warum ist das für Frauen so traumatisch im Nachhinein, dieser sekundäre Kaiserschnitt? Ich glaube, auch da geht es wieder ganz viel um dieses Gefühl, dass man überrumpelt wurde oder dass Dinge stattfinden, die ich als Frau nicht einschätzen und nicht beeinflussen kann. Ich glaube nämlich, dass es prinzipiell gar nicht so wichtig ist, wie viele Eingriffe stattfinden. Eine Frau kann durchaus auch eine wunderbare, selbstbestimmte Geburt mit Eingriffen erleben und sogar im Fall eines Kaiserschnitts erleben, wenn sie einfach die Möglichkeit hat, alle Informationen zu erhalten, die sie braucht, um die Situation zu verstehen und wenn ihr auch die Zeit gegeben wird, mit dieser Situation dann umzugehen. Also wenn es tatsächlich zu dieser Situation kommt, es muss jetzt ein Kaiserschnitt sein, dann sollte diese Frau einfach auch die Möglichkeit haben, zuerst einmal sich zu sammeln und zu verstehen, es geht jetzt wirklich in eine andere Richtung. Mit dem Gynäkologen zu sprechen, der die Operation macht. Vielleicht auch noch einmal mit der Hebamme zu sprechen. Und so in diesem Prozess einfach zu dem Punkt zu kommen, dass auch die Frau dann sagt, ja, ich verstehe jetzt, das ist in dieser Situation die beste Möglichkeit. Ich glaube, auf diese Weise kann man ein Trauma, was den Kaiserschnitt betrifft, auf jeden Fall vermeiden. Mhm. Der Kaiserschnitt ist ja auch das Ende einer Reise oder einer Geburt. Mhm. Du sprichst von Interventionen. Der Kaiserschnitt ist sicher die am stärksten bekannte und auch die dramatischste Intervention. Aber es gibt ja noch sehr, sehr viele Schritte davor. Ja. Also auch Dinge, die schon passieren, wenn ich ins Krankenhaus komme, mich noch sehr wohl fühle, vielleicht schon ein bisschen Wehen habe, aber eigentlich noch gar nicht sagen kann, wie die Geburt verläuft. Welche Interventionen muss ich auf dem Schirm haben? Zu welchen brauche ich vielleicht auch eine Meinung? Mhm. Und bei welchen kann ich auch abwarten? Also die häufigsten Interventionen sind die PDA und andere Anästhesien, sind Geburtseinleitungen und die Gabe von Wehenmittel und Schmerzmittel gehören auch noch dazu. Und dann gibt es noch andere Interventionen wie eben den Dammschnitt, die Saugglocke. Diese Dinge, glaube ich, sind wichtig, dass sich Frauen damit beschäftigen davor. Sie sollen wissen, welche Interventionen gibt es, welche Auswirkungen haben die auf den Geburtsverlauf, welche Nebenwirkungen sind zu erwarten und welche Alternativen gibt es. Wenn Frauen diese allgemeinen Informationen für sich schon mal gehört haben, können sie dann in der Situation eine gute Entscheidung treffen, weil sie einfach schon so viel Hintergrundwissen haben, dass sie über all das gar nicht mehr so nachdenken müssen. Sie müssen dann in der Situation noch spüren, wie fühlt sich das jetzt für mich an? Und da empfehle ich immer, dass man, wenn keine Notsituation ist, ist ja immer genügend Zeit. Das heißt, ich als Frau kann mir ja auch die Zeit nehmen, zu sagen, aha, so ist die Situation jetzt, das wird mir vorgeschlagen. Wie fühlt sich das jetzt für mich an? Ich kann Fragen stellen, ich kann dann noch einmal sagen, ich möchte aus dieser Situation jetzt rausgehen und für mich selber spüren, wie fühlt sich das an? Zuzustimmen, abzulehnen, was fühlt sich für mich passender an? Und ich denke, auf diese Weise können Frauen sehr gute Entscheidungen treffen und dann ist es ja auch eine gute Entscheidung, sich für eine Intervention zu entscheiden. Mhm. Gibt es Interventionen, bei denen ich absolut hellhörig werden sollte, die vielleicht veraltet sind oder ja einfach nicht mehr state of the art, wo ich sagen muss, Moment, hier werde ich skeptisch, hier brauche ich vielleicht auch Beistand durch meinen Partner oder ja, andere Begleitpersonen? Also einen Eingriff, den ich ein bisschen kritisch sehe, weil es einfach keine einheitliche Vorgehensweise gibt, ist der Cristella-Handgriff. Das ist dieser Druck nach unten, um das Baby in der letzten Geburtsphase nach unten zu drücken. Und da ist meiner Meinung nach einfach das Problem, es gibt keine wissenschaftlichen Studien dazu, die einen Vorteil zeigen können. Und es gibt eben keine Lehrmeinung dazu, wie dieser Griff wirklich einheitlich ausgeführt gehört. Und das sehe ich einfach kritisch, weil ich mir denke, es sollte schon eine einheitliche Vorgehensweise geben, eine korrekte. Und man sollte auch in Studien gezeigt haben, dass dieser Eingriff einen Vorteil bringen kann. Das wäre jetzt der einzige, den ich hier nennen möchte, weil
Bei allen anderen Eingriffen gibt es das. Ja. Und ich nehme an, dass bei dem Christella-Handgriff auch ein bisschen eine Rolle spielt, dass da so viel physischer Einsatz dabei ist. Also dass Hebamme, Arzt, Personal, was eben die Geburt begleitet, wirklich auch sehr körperlich mit der Frau interagiert und das natürlich sehr gut gelingen muss, dass es nicht als übergriffig empfunden wird. Genau. Ich denke auch, da ist, wenn man wirklich in die Situation kommt, dass man auch als Frau das Gefühl hat, okay, ich verstehe jetzt, dass der angewendet werden soll, ist einfach auch hier die Zusammenarbeit wieder ganz wichtig, dass man den in Zusammenarbeit mit der Frau ausführt und die auch jederzeit Stopp sagen kann, wenn es einfach zu viel wird. Ja. Eine Frage erreicht uns, die anonym gestellt wurde und den Anfang der Geburt betrifft. Und zwar geht es hier um das Einleiten der Geburt. Welche Nachteile hat das Kind, bei dem die Geburt eingeleitet wurde, und wann ist eine Einleitung notwendig? Es gibt natürlich verschiedene Situationen, in denen eine Einleitung notwendig werden kann. Die kann ich jetzt hier nicht alle aufzählen, das würde zu weit gehen. Die Nachteile einer Einleitung bestehen vor allem darin, dass sie einfach eine sehr langfristige Auswirkung auf den Geburtsverlauf haben. Viele Frauen oder Paare, die am Anfang vielleicht nicht so gut informiert sind, glauben, dass eine Geburtseinleitung die Geburt beginnen lässt und dann verläuft die so weiter, wie sie ohnehin verlaufen wäre. Und das ist einfach nicht richtig. Die Einleitung hat langfristige Folgen auf den gesamten Geburtsverlauf und das ist eigentlich das Problematischste an der Einleitung, sage ich mal. Fürs Baby macht es insofern einen Unterschied, dass sich die Wehen sowohl für die Mutter als auch fürs Kind dann natürlich anders anfühlen. Ich denke aber, der Unterschied ist für die Frau größer als fürs Baby. Also da einfach die psychologische Komponente, dass man das Gefühl hat, es ging jetzt nicht von alleine los oder dass man vielleicht sich gewünscht hätte, eine Wehe zu spüren, bevor ein Mittelchen gegeben wird? Ja, es ist das Psychologische einerseits, aber andererseits schon auch ganz klar, dass der Körper einer Frau vor der Geburt sehr viele Hormone ausschüttet, die den ganzen Körper ganz weich werden lassen, das Gewebe ganz weich machen, sodass das Baby einfach wirklich gut durchschlüpfen kann. Und diese Hormone sind einfach noch nicht in der perfekten Situation, wenn die Einleitung vorher stattfindet. Das ist auch ein großer Unterschied. Das heißt, der Körper ist im Idealfall dafür geschaffen und ausgerüstet und mit den Hormonen bestückt, die ihn eine ganz natürliche Geburt, eine spontane Geburt überstehen lassen. Und die natürliche Geburt ist ja auch immer so das Ziel, sowohl von Frauen, eigentlich auch vom Klinikpersonal. Und trotzdem beobachtet man in anderen Ländern, aber zum Teil auch in Deutschland, einen großen Anstieg der Kaiserschnittrate. Das ist zum Teil ja sogar regional sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Oder von Haus zu Haus oder von Klinikleitung zu Klinikleitung. Eine Frage, die ebenfalls anonym gestellt wurde, lautet: Wie kann man trotz des Trends zum Kaiserschnitt Frauen zu einer natürlichen Geburt animieren? Ich denke, ich persönlich animiere Frauen nicht gerne zu einer natürlichen Geburt, weil ich denke, das ist etwas, das jede Frau für sich entscheiden soll. Jede Frau soll selbst entscheiden, möchte ich eine möglichst natürliche Geburt, möchte ich eine vaginale Geburt, aber ich möchte die medizinischen Möglichkeiten ausnützen oder auch, ich möchte einen Kaiserschnitt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Entscheidung den Frauen selbst zu überlassen, weil es einfach keinen Sinn macht, eine Frau in irgendeine Richtung zu drängen. Auch nicht in Richtung mehr Natürlichkeit, wenn sich die Frau selber das gar nicht wünscht. Ich fände es schön, wenn Frauen, die jetzt einen Kaiserschnitt planen, da einfach auch besser begleitet werden und vielleicht auch die Möglichkeit hätten, mehr Gespräche mit einer Hebamme zu führen, weil es ja ganz oft um Ängste geht, die vielleicht sogar aufgelöst werden können, wenn man den Kontakt zu den richtigen Personen hat. Aber wie gesagt, in eine bestimmte Richtung zu schieben, glaube ich, ist keine gute Idee.
Das ist eine ganz wichtige Info, vielleicht auch für andere Schwangere, die sich mit dem Gedanken tragen. Selbstbestimmt heißt also nicht automatisch interventionslos, sondern selbstreflektiert die Intervention in Kauf nehmen oder auch anfordern, wenn man das möchte. Ich habe noch eine Frage zum Kaiserschnitt. Ja. Tatsächlich unser wichtigstes Thema heute. Ebenfalls anonym gestellt. Die Frage ist, stimmt es, dass das Allergierisiko höher ist bei Kindern, die nicht durch den natürlichen Geburtskanal geboren wurden, sondern bei Kaiserschnitt? Und wenn ja, wie kann man hier vorbeugen? Also natürlich, es gibt verschiedene Studien, die zeigen, wenn man jetzt Kinder, die durch Kaiserschnitt zur Welt kamen und Kinder, die vaginal geboren wurden, dass es da bestimmte Nachteile für die Kaiserschnittkinder gibt. Es ist aber andererseits wieder so, dass ich mir denke, die Frage ist immer, warum findet dieser Kaiserschnitt statt? Es gibt zurzeit auf jeden Fall mehr Kaiserschnitte, als medizinisch notwendig wären, und das sehe ich sehr kritisch. Aber wenn ein Kaiserschnitt medizinisch wirklich notwendig ist, dann rücken diese Nachteile des Kaiserschnitts natürlich in den Hintergrund im Vergleich zu dem Vorteil, den der Kaiserschnitt bringt. Und zu dieser konkreten Frage jetzt, ob man dem Kind da vorher, was man vielleicht vorher schon machen könnte, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel eine neue Möglichkeit ist jetzt, man hat herausgefunden, dass die Bakterien, die sich bei den Babys im Darm ansiedeln, die kommen ja aus der Scheidenflora der Frau und werden den vaginal geborenen Babys einfach so mitgegeben. Und man versucht jetzt gerade so eine Möglichkeit zu finden, wie diese Bakterien auch den Kaiserschnittbabys gebracht werden. Und eine Möglichkeit ist das Vaginal Seeding, heißt das, dass man einfach aus der Scheide der Frau diese Bakterien nimmt und aufs Baby überträgt. Das ist jetzt eine Möglichkeit, wenn ich weiß, okay, das ist ein geplanter Kaiserschnitt, die man auf jeden Fall in der Klinik ansprechen kann, ob diese Möglichkeit besteht. Das heißt nochmal zur Erläuterung, ich mache das dann zusammen mit einer Hebamme oder mit einem Arzt, dass ich dieses Baby mit der Vaginalflora betupfe oder? Ja, genau. Das wird direkt nach dem Kaiserschnitt gemacht. Also wenn das Baby rausgeholt wird, ist ja alles steril. Und dann wird mit so einem Mull, der in der Scheide der Frau war, das Baby abgerieben, um diese Bakterien zum Baby zu bringen. Es gibt da erst ganz kleine Untersuchungen, die erste Erfolge zeigen. Und es gibt natürlich auch kritische Stimmen. Also da muss man wieder gut kommunizieren und in der Klinik das absprechen, ob das im einzelnen Fall dann Sinn macht. Das wäre dann ein Punkt, der auf die Liste käme, um es zu besprechen, wenn es mir wichtig ist. Und zu schauen, wie die Klinik darauf reagiert. Genau. So, da habe ich gleich eine ganz allgemeine Frage. Wir reden jetzt immer so über Dinge, die spontan passieren, die auch schon im Geburtsverlauf sich ankündigen. Aber es gibt ja auch einiges, was sich im Vorhinein schon festlegen kann oder klären kann. Also zwischen dem Kennenlernenabend und meiner tatsächlichen ersten Wehe. Gibt es auch die Möglichkeit, vorher schon zu fixieren, was mir wichtig ist, falls es mir in dem entsprechenden Moment nicht gut genug geht oder ich auf jeden Fall möchte, dass meine Botschaft ankommt, für den Fall, dass mein Partner das vielleicht nicht mehr auf dem Schirm hat? Ja, also ich denke, eine wichtige Sache ist auf jeden Fall, mit der Klinik abzuklären, wie die Vorgehensweise ist, wenn ich eine Routinemaßnahme oder einen Eingriff ablehne, der empfohlen wird. Wie ist da die korrekte Vorgehensweise? Das vorher schon zu wissen, nimmt einfach ganz viel Stress aus der aktuellen Situation dann raus, wenn ich weiß, worauf ich mich einstellen kann. Wenn ich jetzt eine persönliche Hebamme in die Klinik mitnehme, ist die beste Idee, einfach mit dieser Hebamme alles vorher schon abzusprechen. Das ist jetzt natürlich nicht möglich, wenn man ohne Hebamme in die Klinik geht, weil man dann ja einfach nicht weiß, welche Hebamme begleiten wird. In dem Fall, ich empfehle schon immer, dass man sich für sich selbst eine Liste macht mit den wichtigsten Punkten, dass man es einfach selbst und der Partner nicht vergisst. Ich würde aber nicht empfehlen, diese Liste abzugeben, weil normalerweise begleiten Hebammen in Kliniken die Frauen ja ohnehin
möglichst gut. Sie wollen ja die Wünsche der Frauen erfüllen und sie wollen ja genauso wie die Frauen, dass das eine gute Geburt wird. Und wenn man solche Listen dann abgibt, dann wirkt das einfach nicht so nett. Insofern würde ich eher empfehlen, bei Ankunft in der Klinik mit der Hebamme die wichtigsten Punkte zu klären und zu besprechen. Und wenn der Partner sie dann auch noch weiß, ist man da auf jeden Fall gut genug gerüstet. Ich denke, mehr braucht es nicht. Und auch da ist wieder wichtig, wenn aus irgendeinem Grund dieses Erstgespräch nicht stattfindet, weil die Hebamme sehr viel zu tun hat oder weil die Geburt schnell voranschreitet, dann bedeutet das auch nicht, dass die Geburt in eine schlechte Richtung läuft. Es hängt niemals nur an so einzelnen Komponenten. Du hast jetzt ein paar Mal die Hebammen erwähnt und ich erinnere mich, dass du auch vorhin eingehakt hast, als ich über Zeitknappheit geredet habe. Ja. Du hast jetzt nochmal betont, dass es auch für Hebammen total wichtig ist, dass der Geburtsverlauf der Frau entspricht. Ja. Was berichten denn dir die Hebammen an deinem Institut? Die Hebammen an meinem Institut arbeiten entweder nicht in der Klinik oder in einer Klinik, die sie sehr schätzen. Aber Tatsache ist schon, dass vor allem in Deutschland einfach die Situation der Hebammen wirklich prekär ist, weil die Arbeitsbedingungen sehr schlecht sind, die Bezahlung auch nicht gerade gut ist und weil immer mehr Hebammen einfach unter diesen Bedingungen auch nicht mehr arbeiten wollen. Das heißt, es wird auch für die Frauen immer schwieriger, eine Hebamme zu finden, die mit in die Klinik geht, eine Hebamme zu finden, die die Nachsorge übernimmt, weil einfach akuter Hebammenmangel herrscht. Und ich denke, dass wirklich die Hebamme die Person ist und die Fachkraft ist, die eine Frau in dieser selbstbestimmten Geburt sehr, sehr unterstützt. Und ich hoffe deshalb wirklich sehr, dass die Arbeit der Hebammen bald wieder mehr geschätzt wird, weil sie einfach unglaublich wichtig sind für Frauen in dieser besonderen Situation. Ja, Hebammen versuchen ja auch ja mit eigenen Maßnahmen auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Ja. Und hoffentlich werden sie gehört. Ja. Es gibt noch etwas anderes neben der Hebamme und außer dem Partner, der vielleicht mit in die Klinik kommt. Das ist eine Berufsgruppe, die noch gar nicht so verbreitet ist. Das ist eine Doula. Ja. Auch die kommt in deinem Ratgeber vor. Vielleicht kannst du zu dieser Figur noch was sagen. Ist vielleicht interessant für Frauen, die jetzt weder Beleghebamme noch einen Partner mit in die Klinik nehmen wollen. Ja, das ist genau so eine Situation, für die ich eine Doula auch empfehlen würde. Wenn jetzt eine Frau aus irgendeinem Grund keine Begleitperson mitnehmen möchte oder mitnehmen kann und auch keine Hebamme mitnehmen kann, ist eine Doula auf jeden Fall eine Person, die auch schon in der Schwangerschaft begleitet, die bei der Geburt dabei ist und einfach emotional unterstützt und auch nach der Geburt die Frau umsorgt. Es geht da also weniger um eine medizinische Begleitung. Als Doula braucht man keine medizinische Ausbildung, sondern einfach um diese umfassende emotionale Begleitung. Eine Doula ist natürlich nicht nur für den Fall, wenn ein Partner nicht mitgeht. Es gibt auch viele Frauen, die das sehr schätzen, dass sie zusätzlich zum Partner mit dabei ist. Ein wichtiger Punkt, es muss vorab mit der Klinik geklärt werden, ob überhaupt eine Doula mitgebracht werden kann. Und wenn man eben eine Doula und den Partner mitnehmen möchte, ob man zwei Begleitpersonen dabei haben kann. Das sind wieder Fragen, die man mit der eigenen Klinik klären muss. Und der Vorteil bei der Doula ist, wenn ich es richtig verstehe, auch, dass sie wie die Beleghebamme oder im Idealfall der Partner auch bis zum Schluss bleibt, nicht von Schichtwechseln betroffen ganz ist. Ganz genau. Und an meiner Seite bleiben kann. Ja. Gut, wir haben zwei Zuschriften von Männern oder werdenden Vätern, von Peter und Sebastian, und die Fragen gleichen sich erstaunlich. Beide Partner fragen, wie unterstütze ich meine Frau am besten während der tatsächlichen Geburtsphase? Oder ist Zurückhaltung hier die beste Unterstützung? Sebastians Frage ist noch ein bisschen globaler. Er fragt, was kann ich als werdender Vater im Krankenhaus machen? Vielen Dank, Peter und Sebastian. Das sind sehr gute Fragen und sehr wichtige Fragen. Ich glaube nämlich, dass der Begleiter, der Partner eine ganz, ganz wichtige Rolle im Geburtsverlauf spielt und ganz wichtig dafür ist, die Frau zu unterstützen.
Es ist noch immer die Meinung sehr stark verbreitet, dass der Partner bei der Geburt eh einfach nur daneben steht und abwartet. Tatsächlich kann ein Partner aber sehr, sehr viel leisten. Vom emotionalen Beistand über Massagen, darüber der Frau eine schöne Geburtsatmosphäre zu ermöglichen, ihr zu ermöglichen, sich zurückzuziehen, die Gespräche mit dem Fachpersonal zu übernehmen. Und da einfach, ich sage in meinen Kursen immer gerne, bei der Geburt ist die Frau für den Körper zuständig und der Mann für den Kopf. Also er ist dafür zuständig, diese Dinge, die sich die Frau wünscht, weiterzutragen und damit ins Gespräch mit den Fachkräften zu gehen. Das bedeutet jetzt gar nicht unbedingt, dass da große Diskussionen notwendig sind, aber einfach klar zu machen, ich interessiere mich, ich möchte wissen, was passiert. Allein das hat schon eine große Auswirkung. Und an dieser Stelle darf ich natürlich auch auf das Kapitel für den Geburtsbegleiter verweisen, das ich genau aus dem Grund eben mit reingenommen habe, weil ich der Meinung bin, dass der Partner wirklich sehr, sehr viel zu einem positiven Geburtsverlauf beitragen kann. Und seine Arbeit beginnt ja auch gar nicht erst im Krankenhaus, sondern im Idealfall schon viel früher. Was bietet ihr denn da an oder wie versuchst du die Partner einzubeziehen? Also ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, als Partner mitzugehen in die Geburtsvorbereitung. Meistens ist es ja so, dass Männer auch sehr genau wissen wollen, wie kann ich konkret unterstützen, was kann ich genau machen. Und diese Dinge erfährt man in der Geburtsvorbereitung. Und vor allem gibt es auch den Männern während der Geburt sehr viel Sicherheit, wenn sie verstehen, was passiert gerade und vielleicht in welcher Phase sind wir gerade. Das gibt auch den Männern sehr viel Sicherheit. Und auch vom Körperlichen her, zum Beispiel die Kreuzbeinmassage, mit der kann man die Frau von Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende gerne täglich verwöhnen. Manchmal ist es ja auch so, dass man vorher was bespricht und während der Geburt als Frau dann merkt, oh, also die Kreuzbeinmassage zum Beispiel ist mir jetzt total unangenehm. Ja. Da muss der Partner dann auch flexibel reagieren, wenn sich die Wünsche und Vorlieben unter Schmerzen in den Wehen ändern. Das stimmt. Also man kann vorher nie ganz genau sagen, was einer Frau während der Geburt dann gut tut. Da muss man als Partner tatsächlich flexibel bleiben. Und die gute Nachricht ist, dass während der Geburt die Frauen meistens sehr klar und knapp sagen, was sie wollen und was nicht. Und an das hält man sich dann am besten. Noch ein ganz wichtiger Punkt, auch für die Väter, die uns vielleicht zuschauen. Es gibt eine ganz wichtige Funktion, die ein Partner übernehmen kann, nämlich wenn es tatsächlich zum Kaiserschnitt kommt und die Frau in Narkose ist, braucht es ja jemanden, der das Baby empfängt. Das ist richtig. Also im Fall, allerdings ist das nur für den Fall eines Notkaiserschnitts. Da braucht die Frau nämlich eine Vollnarkose, weil es einfach schnell gehen muss. In diesem Fall übernimmt dann der Partner das Bonding, idealerweise nacktes Baby, nackter Oberkörper, bis dann die Frau wieder aufwacht. Die gute Nachricht ist eben, wenn es jetzt kein Notkaiserschnitt ist, der ja nur sehr selten vorkommt, kann nach einem normalen Kaiserschnitt auch das Baby wirklich direkt zur Frau kommen. Das ist mittlerweile möglich und wird auch fast überall so automatisch gehandhabt. Dass man dann sofort sein Baby begrüßen kann, auch wenn es vorher vielleicht hektisch war. Ja. Doris fragt uns, worauf sie achten soll, wenn sie ohne Partner zur Geburt geht. Mhm. Also wir haben jetzt hier, Doris, die Situation, dass da keiner mitgeht. Mhm. Was soll Doris beachten? Doris, ich denke, du kannst einerseits entweder versuchen, eine Fachkraft zu finden, die du mitnimmst. Das kann die eine Beleghebamme sein, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Du kannst eben, wie wir vorher kurz gesagt haben, sonst auch eine Doula mitnehmen. Ich weiß nicht, ob du in der Situation bist, dass in deinem Umkreis vielleicht eine andere Vertrauensperson ist aus dem privaten Bereich, wo du dir vorstellen kannst, dass diese mitgeht. Aber natürlich kann die Situation auch so sein, dass das einfach alles nicht passt und man als Frau tatsächlich ganz alleine in die Klinik geht. Ich glaube, in so einem Fall ist es besonders wichtig, dass du für dich gut weißt, was dir wichtig ist und dass du die Hebamme am Anfang auch wirklich darum bittest,
mit ihr ein Gespräch zu führen, dass du ihr auch sagst, ich habe keinen Partner dabei. Und deshalb wird die Hebamme natürlich noch einmal wichtiger. Und ich bin mir ganz sicher, wenn die Hebamme das weiß, dann wird sie sich besonders um dich kümmern und sich bemühen, besonders viel Zeit bei dir verbringen zu können. Mhm. Eine ganz allgemeine Frage erreicht uns noch von Franziska. Mhm. Franziska würde gerne wissen, liebe Silvia, wie du konkret mit den Frauen und Paaren arbeitest vor der Geburt. Mhm. Also vielleicht einfach nochmal die Arbeit deines Instituts. Ja. Wie du vielleicht auch solche Frauen wie jene, die ohne Partner oder ohne Begleitung zur Geburt gehen, speziell beraten kannst. Ja, also einerseits habe ich an meinem Institut die Kurse und Seminare, sprich die Gruppenarbeit mit den Frauen, eben in der Geburtsvorbereitung und davor auch schon im Schwangerschafts-Yoga. Ein wichtiger Punkt ist mir dabei immer der Austausch auch in der Gruppe, dass da einfach immer genug Zeit bleibt, um anstehende Fragen zu beantworten. Und der andere große Bereich sind natürlich die persönlichen Beratungen. In die kommen Frauen mit ganz verschiedenen Anliegen. Und wenn jetzt zum Beispiel eben eine Frau kommen würde, die sagt, sie geht alleine in die Geburt und das macht ihr irgendwie Sorgen, würden wir gemeinsam daran arbeiten, was braucht diese Frau jetzt, um zu mehr Sicherheit zu kommen? Welche konkreten Situationen machen ihr denn Sorgen? Wo sind die Knackpunkte, wo sie das Gefühl hat, oder fühle ich mich unwohl und da brauche ich irgendetwas? Und dann schauen wir uns gemeinsam an, welche Möglichkeiten können wir da finden, um solche Situationen zu entschärfen und dass es einfach möglichst in eine positive Richtung geht. Mhm. Was rätst du denn in deiner Arbeit Frauen wie Sophie? Sophie fragt nämlich, kann ich selbst entscheiden, wie lange nach der Geburt ich im Krankenhaus bleiben möchte? Beziehungsweise ist es besser, länger im Krankenhaus zu bleiben oder schneller nach Hause zu gehen, um sich von einer Hebamme im Wochenbett betreuen zu lassen? Mhm. Danke, Sophie, für diese Frage. Liebe Sophie, du darfst alle Entscheidungen treffen, die du möchtest. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur nach der Geburt, sondern eben auch während der Geburt. Du bist die, die entscheiden darf. Alle Dinge, die dir vorgeschlagen werden, sind immer nur Empfehlungen. Und du kannst dann damit so umgehen, wie es für dich in dieser Situation am besten passt. Nach der Geburt gibt es meiner Meinung nach keine allgemeine Empfehlung. Achte darauf, wie es dir geht. Wie geht es dir im Krankenhaus, im Wochenbett? Fühlst du dich dort gut aufgehoben? Fühlst du dich umsorgt? Kannst du dich dort gut entspannen? Kommst du in eine gute Verbindung mit deinem Baby? Wenn diese Dinge gut passen, dann spricht gar nichts dagegen, dass du mehrere Tage im Krankenhaus bleibst. Wenn du aber das Gefühl hast, es stresst mich, da gibt es Situationen, die sind unangenehm für mich, ich habe irgendwie das Gefühl, das passt nicht für mich, dann ist es auf jeden Fall besser, nach Hause zu gehen. Idealerweise hast du natürlich eine Nachsorge-Hebamme, die sich um dich kümmert, die zu dir heimkommt und dir in dieser Anfangszeit mit dem Baby zur Seite steht. Eine Frage zum Mitspracherecht, was du gerade angesprochen hast. Ich habe mir auch die Frage gestellt, gibt es denn in diesem ganzen Klinik-Setting Momente, wo ich nicht mehr selber entscheiden darf oder wo es medizinische Grenzen gibt und der Arzt über mich hinweg entscheidet und ich nicht mehr die Möglichkeit habe, Nein zu sagen? Also ich denke, eine ganz klare Grenze ist da jede Notsituation. Wenn es im Geburtsverlauf tatsächlich zu einer Notsituation kommt, dann ist da einfach nicht mehr viel Zeit für lange Erklärungen und um Fragen zu beantworten. Idealerweise gibt es dann eine kurze Erklärung und dann muss einfach diese Handlung gesetzt werden, die notwendig ist. Das ist ja auch gut und wichtig und ist ja auch genau der Grund, warum Frauen ins Krankenhaus gehen, weil sie ja für diese Notsituationen dann die beste medizinische Versorgung haben wollen und die bekommen sie dann ja auch. Wenn es jetzt nicht um Notfälle geht, ist es wieder von Krankenhaus zu Krankenhaus sehr unterschiedlich. Es gibt Kliniken, da muss ich schon einen Haftungsausschluss unterschreiben, wenn ich keinen Venenzugang möchte. Andere Kliniken setzen gar keinen Venenzugang, sondern nur bei Bedarf, wenn es wirklich notwendig ist. Also da ist wieder die Bandbreite so groß, dass man da wiederum in der Klinik nachfragen muss, wie sind denn die normalen Vorgehensweisen.
Und Haftungsausschluss in dem Fall bedeutet, was unterschreibe ich da? Das bedeutet, dass man darauf verzichtet, das Krankenhaus zu verklagen. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Krankenhaus routinemäßig einen Venenzugang legt und man möchte keinen haben und dann unterschreibe ich diesen Haftungsausschluss, dann kann ich, was auch immer passiert, das Krankenhaus nicht dafür verklagen, dass ich keinen Venenzugang gelegt bekommen habe. Man unterschreibt aber nicht, dass man für immer auf diesen Venenzugang verzichtet. Also sprich, wenn ich mich als Frau dann 2 Stunden später umentscheide und sage, na, ich würde mich aber jetzt doch besser fühlen mit diesem Venenzugang, dann bekomme ich den natürlich. Mhm. Danke für die Erklärung. Wir reden viel über deine Arbeit in der Geburtsvorbereitung. Mhm. Ich habe ja am Anfang gesagt, es kommen auch Frauen nach der Geburt zu dir. Und auch du hast ja in Einzelgesprächen immer mal wieder Frauen, die berichten. Mhm. Was rätst du Frauen für ihre zweite Geburt, wenn die erste Geburt vielleicht nicht so selbstbestimmt verlief, wie sie es gern gehabt hätten? Mhm. Das ist ein Thema, mit dem ich sehr oft konfrontiert bin, weil viele Frauen gerade für dieses Thema zu mir in die Beratung kommen. Ein erster wichtiger Schritt ist immer, die erste negative Geburtserfahrung aufzuarbeiten. Dass man sich einfach emotional nochmal anschaut, was ist da noch da und wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich das für mich in eine Richtung lenken oder für mich abschließen, sodass es dann einfach okay ist. Das ist der erste wichtige Schritt. Was ich dann als nächsten Schritt immer mache, ist, dass wir uns die Knackpunkte der ersten Geburt noch einmal gut ansehen. Viele Frauen haben ganz klar das Gefühl, ab wann es in eine falsche oder in eine negative Richtung gelaufen ist. Und diese Punkte nehmen wir uns raus und schauen sie gut an und überlegen dann gemeinsam, wie könnte man denn in so einer Situation jetzt anders damit umgehen? Das ist insofern sehr wichtig, weil so eine negative Geburtserfahrung natürlich bei einer zweiten Geburt triggern kann. Und wenn man da wieder in einer Situation ist, die einen an diese erste Geburt erinnert, dann kann es passieren, dass man da wieder so in eine negative Schlaufe gerät. Und für solche Situationen überlegen wir uns ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten für diese einzelne Frau, was sie machen kann, um in so einer Situation die Geburt in eine positive Richtung zu lenken. Und der dritte und letzte Schritt ist dann immer, dass wir wieder die Vorfreude auf diese neue Geburt wecken. Dass wir schauen, dass die Frauen wirklich mit Zuversicht und neuem Mut in diese Geburt gehen kann und sich auf dieses neue Erlebnis auch wieder freuen kann. Und das Schöne ist dann immer, wenn das klappt und die Frau eine zweite schöne Geburt erlebt, dann versöhnt sie das meistens auch mit dieser ersten negativen Erfahrung. Und das ist dann natürlich ganz wunderbar. Also das lohnt sich, das aufzuarbeiten und muss nicht prägend für die zweite Geburt sein oder vielleicht sogar für die dritte. Genau. Ich habe jetzt eine ganz allgemeine Frage. Mhm. Frauen, die dann ein gutes Geburtserlebnis hatten und damit gut abschließen können, für die ist das Thema selbstbestimmte Geburt hoffentlich irgendwann positiv belegt. Mhm. Aber wenn ich so mit etwas hadere oder auch das Gefühl habe, ich kann es jetzt im persönlichen Gespräch mit dir vielleicht nicht ganz klären, und ich möchte auch so ein bisschen rausfinden, wie sich die Klinikdokumentation von meinem eigenen Empfinden unterscheidet. Also du sagtest jetzt gerade, viele wissen, wo der Schalter umgelegt wurde, ab wann es nicht mehr selbstbestimmt lief. Habe ich denn die Möglichkeit, mir Unterlagen anzuschauen? Bewahrt die Klinik sowas auf? Wird das notiert? Auf jeden Fall. Das, wovon du sprichst, das ist der Geburtsverlaufsbericht oder auch Pathogramm. Und da wird ganz klar und kontinuierlich dokumentiert, wie die Geburt verläuft. Das macht normalerweise die Hebamme, die schreibt da oft auch so kleine persönliche Dinge dazu, wie die Frau vielleicht mit den Wehen umgeht oder wie sie sich bewegt. Und auf jeden Fall muss in diesem Bericht jedes Medikament, das gegeben wurde und jede Maßnahme, die gesetzt wurde, muss aufgeschrieben werden. Die Kliniken müssen das, ich glaube, 10 Jahre lang aufbewahren. Das heißt, ich habe auch längere Zeit nach der Geburt noch die Möglichkeit, das anzufordern
und mir das selber einfach anzuschauen. Wichtig unbedingt Geburtsverlaufsbericht sagen und nicht Geburtsbericht, weil der Geburtsbericht ist nämlich nur ein ganz kurzer Bericht und der Geburtsverlaufsbericht, der dokumentiert alles. Okay, guter Hinweis, also hier auf die Sprache achten. Ja. Du kennst jetzt das deutsche System ein bisschen, du kennst das österreichische. Mhm. Jetzt so diese zwei im Vergleich, vielleicht auch noch, wenn du andere kennst im Vergleich. Was ist denn dein Eindruck? Ist denn in unserem deutschsprachigen Raum die Geburtshilfe insgesamt mütterfreundlich? Sind wir da auf einem guten Weg? Bräuchte es da noch mehr? Also ich würde jetzt mal sagen, die Geburtshilfe steht in den Startlöchern zur Mütterfreundlichkeit. Es gibt schon ein paar positive Entwicklungen. Eine davon ist zum Beispiel, dass es in manchen Kliniken mittlerweile einen Hebammenkreissaal gibt. Das bedeutet, das ist ein Geburtsraum und in diesem Raum sind die Hebammen komplett verantwortlich für die Frau, die in diesem Raum ist. Sprich, wenn die Geburt normal verläuft, dann ist die komplett unter Hebammenbetreuung und man bekommt gar keinen Arzt zu Gesicht. Die Studien zeigen, dass in solchen hebammengeleiteten Kreissälen die Kaiserschnittrate viel geringer ist und auch die Interventionsrate viel geringer ist und die Frauen auch insgesamt mit dem Geburtserlebnis zufriedener sind. Das ist also wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, finde ich, den Frauen dieses Bedürfnis nach der Nähe zum Krankenhaus zu erfüllen und gleichzeitig den Wunsch nach Natürlichkeit und Selbstbestimmung zu unterstützen. Also das ist wirklich eine ganz tolle Entwicklung und ich hoffe sehr, dass das bald an jeder Klinik möglich ist. An Kliniken, die jetzt keinen Hebammenkreissaal haben, natürlich nicht an allen, das variiert auch von Klinik zu Klinik, aber ich glaube, bei vielen Kliniken ist da noch großes Entwicklungspotenzial vorhanden. Was kann man denn tun, um dem ein bisschen unter die Arme zu greifen? Gibt es irgendetwas, was Frauen oder vielleicht auch werdende Väter tun können, um das ein bisschen zu beschleunigen? Ich denke, das Wichtigste ist, laut auszusprechen, was man sich wünscht. Ich glaube zum Beispiel, dass fast jede Frau sich wünscht, dass sie eine Hebamme bei der Geburt dabei hat, die sie schon vorher kennengelernt hat und die sie die gesamte Geburt über begleitet. Also eine 1:1 Betreuung. Wenn ich mir das wünsche, dann muss ich das sagen. Am besten der Klinik, die ich mir ausgesucht habe. Noch besser wäre es aber nicht nur der Klinik das zu sagen, sondern auch der eigenen Krankenkasse und idealerweise auch dem Gesundheitsministerium. Denn das sind die Stellen, an denen sich einfach diese Dinge ändern können und die da einen großen Einfluss haben. Und wenn wir uns ansehen, in Deutschland bekommen jedes Jahr 700.000 Frauen ein Kind. Das muss man sich einmal vorstellen. Wenn, sagen wir mal, eine 500.000 jedes Jahr diesen Stellen rückmelden würden, hey, wir wollen eine eigene Hebamme bei der Geburt dabei haben, ich denke, dann würde sich bestimmt rascher etwas ändern. Also ruhig den Mund aufmachen oder in die Tastatur hauen. Ja. Oder einen Brief schreiben. Ja, unbedingt. Und vielleicht, nämlich auch, wenn wir noch mal zurückdenken, wie das früher war, mittlerweile sind ja fast alle Krankenhäuser babyfreundlich. Das war früher ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass nach der Geburt gleich ein Bonding möglich war, das Rooming-in, die Familienzimmer, Stillberaterinnen im Krankenhaus. Da gab es unglaubliche positive Entwicklungen in den letzten Jahren. Die sind aber nicht vom Krankenhaus ausgegangen, sondern von den Frauen und Familien, die das eingefordert haben. Danke dir für den Hinweis. Dann hoffen wir, dass das in diese Richtung auch möglich ist für die Mütter. Eine letzte Frage haben wir noch und die stellt uns Tanja. Tanja fragt dich direkt. Es gibt so viele Geburtsbücher und was zeichnet deines aus? Was kann es, was die anderen nicht können? Eine sehr schöne Frage. Für mich ist in meinem Buch das Besondere ganz einfach, dass ich den Frauen alle relevanten Informationen zum Krankenhaus zur Verfügung stelle. Das habe ich in dieser Form noch in keinem Buch gefunden und es ist einfach so ein wichtiger Bereich, weil nur wenn ich als Frau diese Informationen habe und mir vorher Gedanken darüber machen kann, habe ich überhaupt die Chance,
mir zu überlegen, was ich möchte und kann dann gute Entscheidungen treffen. Also das ist ein Bereich im Buch, den es so noch nicht gibt. Und die zweite Sache, die mir sehr, sehr wichtig war im Buch, ist so diese Vorfreude auf die Geburt zu wecken. Und trotz dieser vielen Informationen, die ja vielleicht auch verunsichern können, dann eben auch aufzuzeigen, wie kann ich denn positiv damit umgehen? Wie kann ich die Frauen möglichst ermutigen und schauen, dass sie zuversichtlich und freudig in die Geburt gehen? Das war mir auch sehr wichtig. Und die Geburtsberichte. Also ich habe eben Geburtsberichte gesammelt von Frauen im Buch, besonders von Frauen, die eben keine ganz einfachen Geburten hatten und denen es aber trotzdem gelungen ist, eine selbstbestimmte Geburt zu erleben, weil sie einfach gut informiert waren und auf das gehört haben, was ihnen selbst wichtig war. Ich glaube, das sind die drei wichtigsten Punkte. Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Ich danke dir fürs Kommen, für die vielen guten Tipps und Ratschläge. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Und Ermutigungen. Genau, euch vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Fragen. Und jetzt sind wir ganz gespannt auf euer Feedback zur Sendung. Ihr könnt die Sterne nutzen bei Litlaunch TV zur Bewertung. Auf Litlaunch TV wird der Mitschnitt in ungefähr 2 Stunden abrufbar sein. Bei Facebook und YouTube ist er sofort abrufbar. Wer noch mehr Fragen hat zum Thema, kann sich den Ratgeber besorgen. Es sind sehr viele Informationen drin. Die Checklisten möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen. Und natürlich auch die Erfahrungsberichte, die sehr ermutigend sind. Und wir wünschen jetzt allen Schwangeren eine möglichst selbstbestimmte und sichere Geburt. Auch alles uns gerade im Krankenhaus. Ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.